Dovetail Games, der britische Entwickler für Zugsimulationsspiele, hat in dem neuen Spiel Transim World 2, das in Kürze auf den Markt kommt, nun auch wieder eine neue Strecke in Deutschland kreiert. Das schlanke klassische Design und die moderne schöne Technik des ICEs treffen in Transim World 2 auf eine der beeindruckendsten Eisenbahnstrecken Europas. In dem Zugsimulationsspiel von Dovetail Games kann bald die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen erkundet werden. Der Lokführer kann von seinem Wohnzimmer aus den Intercity-Express durch die geschäftigen deutschen Metropolen beschleunigen und dann die offene Landschaft auf dieser authentischen Strecke genießen. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen ist ein 70 Kilometer langer Abschnitt des transeuropäischen Verkehrsnetzes, das der ICE mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde befährt. Um das zu gewährleisten zu können, verlegte man auf mehr als der Hälfte der Strecke ein weiteres separates Gleis, das parallel zu den bestehenden Gleisen verläuft. Damit ist sichergestellt, dass der schnelle internationale Verkehr mit dem ICE 3M seine unglaublichen Spitzengeschwindigkeiten ausnutzen kann und nicht durch den regen S-Bahn-Verkehr aufgehalten wird. Die Strecke ist geschichtsträchtig, von ihrem heftig umstrittenen ursprünglichen Konzept bis hin zu den Wahrzeichen und Brücken, die die umgebende Landschaft prägen. Jedem dieser Wahrzeichen schenkten die Entwickler von Dovetail Games die nötige Liebe zum Detail, um sie in Transim World 2 zum Leben zu erwecken und es den Spielern zu ermöglichen, wirklich in die Strecke einzutauchen. Gekrönt wird die Fahrt mit einem Panoramablick auf die Kölner Skyline, mit dem wunderschönen Dom und dem berühmten Kölner Hauptbahnhof. In TSW 2 wird die Baureihe 406 als ICE 3 enthalten sein. Dabei handelt es sich um ein Hochleistungsfahrzeug, welches auf dieser Strecke erstaunliche Geschwindigkeiten von bis zu 250 km pro Stunde erreicht. Wer die deutsche Landschaft gemächlicher und mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km pro Stunde erkunden will, kann auch an dieser Stelle die DB-Baureihe 442, auch Talent 2 genannt, fahren. Das von uns Eisenbahnfans auch liebevoll Hamsterbagger genannte Fahrzeug ist mittlerweile eine nicht zu vernachlässigende Größe im gesamten deutschen Streckennetz. Auch die enthaltenen Fahrten mit dem Talent 2 geben den Lokführern die Freiheit, die Strecke zu erkunden und Höchstgeschwindigkeitsfahrkünste zu testen. Denn als Lokführer der Expresszüge müssen die Züge auf der Strecke zwischen Aachen und Düren nur selten für Fahrgäste anhalten und haben so die Möglichkeit, die wahren Kräfte dieser blitzschnellen Fahrzeuge umzusetzen. Zusätzlich zu diesen Diensten gibt es eine Vielzahl weiterer Szenarien und Dienstleistungen, die Fahrspaß bereiten und die Lokführer auf ihre Probe stellen. Für Lokführer, die einen fortgeschrittenen Fahrerlebnismodus suchen, wurde in TSW 2 in beiden Zügen eine einzigartige Radstupfeigenschaft eingebaut. Zusätzlich können Sie die PZB, LZB und SIFA einschalten, um die unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Strecke zu realisieren. Als komplett neues Zugsicherungssystem kommt die LZB nun auch erstmalig in den Transim World. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Version, welche jedoch für den LZB-Abschnitt auf der Strecke Köln-Aachen vollkommen ausreicht. In Transim World 2 wurden sämtliche physikalische Faktoren verändert. Das sorgt für einen klaren Unterschied zur bisher etablierten Software aus dem Hause DTG. Auch ist ein Szenario-Editor mit in den Simulator eingeflossen. Dort können einfache Szenarien erstellt und verwaltet werden. Auch ein zusätzlicher Livery-Editor, wo das Aussehen der Fahrzeuge geändert werden kann, hat hier einen Platz gefunden. Der Livery-Editor kann dabei mit den Formaten SVG und PNG umgehen. Ob damit jedoch aufgearbeitete Fototexturen den Weg in Transim World 2 finden, darf ich an dieser Stelle nicht sagen. Außerdem werden die bisher erschienenen Strecken und Fahrzeuge nach und nach auch für TSW 2 kompatibel sein. Sogar die Controller-Unterstützung ist nun derartig erweitert worden, dass sämtliche Vorgänge auch mit diesem durchgeführt werden können. Die Option auf einen Multiplayer behält sich Dovetail Games jedoch für weitere Versionen des Spiels optional vor. Laut Aussage eines Pressesprechers handelt es sich dabei um einen Zukunftsgedanken, der unter anderem auch realisiert werden könnte. Auch wird für die amerikanischen Eisenbahnenthusiasten die bisher aus der Vorgängerversion bekannte Strecke Sand Patch Grade in einer leicht überarbeiteten Version wieder ihren Weg in den Simulator finden. Auch für die Fans der britischen Eisenbahn kommt die London Underground Bakerloo Line in das Portfolio des Simulators.